Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur 43. Folge Ravenport. Wir bringen heute, wie angekündigt, noch ein wenig Sachen aus unserem Silo weg, um Kohle zu machen. Das wird uns wahrscheinlich auch noch mal eine Weile aufhalten. Und Moment, wir wechseln jetzt auf jeden Fall das Fahrzeug. Nochmal will ich mit dem nicht fahren, egal wo wir hin müssen. Der ist tatsächlich echt nur noch für Hofarbeit geeignet. Das heißt nur noch, aber ich meine, dafür war er auch eigentlich gedacht. Der war jetzt nicht unbedingt dafür vorgesehen, dass wir mit dem die dicken Lasten ziehen. So, Johnny, da ist er. Vorwärts, bitte. So, dann hauen wir jetzt die Gerste. Genau, Gerste haben wir. Die soll, glaube ich, zum Hafen, ne? Gerste ist das hier. Preis fällt gerade. Hafenspeicher. Okay. Hafenspeicher war ja der hier unten. Genau, alles klar. Da eiern wir jetzt mal hin. Gucken wir mal, ob der das besser schafft. Der hat ja ein bisschen mehr Dampf. Und sollte das dementsprechend auch besser weggezogen bekommen. Dann haben wir auf jeden Fall wieder Knaster auf Tasche. Und können damit nicht nur Schafe kaufen, wir können vielleicht sogar doch noch irgendwas Neues kaufen. Wir müssen nur mal gucken, was... Ja, eine Palettengabel noch und ein Ballenwagen wäre wohl erstmal das Idealste und Sinnvollste, damit wir die Paletten dann auch tatsächlich verladen kriegen und uns der Platz da nicht voll steht, wenn wir uns noch mehr Schafe holen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir hier jetzt gleich bergauf kommen. Moment, zieht er ja noch komplett durch. Ich glaube, hier hätte der Fan schon leichte Probleme. Was jetzt aber nichts gegen die Marke Fan ist oder so. Der hat einfach nur zu wenig Power. Ist ein kleiner Trecker, ne? Nicht, dass das hier irgendwer falsch versteht. Ich bin hier kein... betrete kein Markenlager. Das ist mir komplett egal. Naja, immerhin 40 km/h, besser als 20 oder 30. So, dann kippen wir das ab und ich denke, die zweite Fuhre schaffen wir auch noch. Wir haben jetzt 33.000 mit. 58.000 hatten wir, glaube ich. Da müssten wir noch 25, das ist dann noch eine komplette Fuhre. So, und dann haben wir immer noch Hafer drin. Den können wir uns vielleicht dann sogar aufheben. Wir gucken mal, inwiefern wir die Kohle jetzt gleich noch brauchen. Ich weiß nicht, was hierbei rumkommt. Dass man hier über die Schienen fahren muss, das nervt mich. Und ganz ehrlich, was soll das? Gibt es Motorräder? Das hat doch einen Grund, warum das hier so steht. Und dass hier auch noch Holzbretter drin sind. Die ist doch... Leute, wenn ihr eine Motorradmod kennt, mit die auch funktioniert, schickt mir mal den Link in die Kommentare oder im Discord oder sonst wo. Ich habe da Bock, mal was auszuprobieren. So, abladen die dritte.
Fertig abgeladen? Ja. Dann fix nach Hause, nächste Ladung holen. So, einmal quer über die Straße ziehen. Verkehr ist uns egal, wir haben die Rundumleuchten an. Also muss der Verkehr auf uns achten. Mit Rundumleuchten darf man nämlich alles machen. Gefühlt. Und wenn wir jetzt auch noch Warnblinker anmachen, dann dürfen wir sowieso alles machen. Ne, Rundumleuchte und Warnblinker, das erlaubt dir, da kannst du auch über Autos drüber fahren. Das ist komplett legitim. So. Oh. Ja, mit leeren Anhängern aber auch hier schon, ne? Ich meine, er geht immer noch schneller als mit dem Fendt, der da hochgekrochen ist mit den beiden leeren Anhängern. Zeigt aber auf jeden Fall, dass die Mod mit den realistischen Füllgewichten sehr gut arbeitet. Wobei es vielleicht ja auch. Obwohl es ist. Übertrieben ist es, glaube ich, nicht. Aber andererseits sage ich mir, wenn so ein Traktor so einen Pflug hinter sich herzieht, wenn wir jetzt einen Pflug haben, der zu der Leistung hier passt, dann zieht der das auch weg. Und ich glaube, da so Erde umzupflügen, kostet deutlich mehr. Ja gut, okay, das macht man aber auch in anderen Geschwindigkeiten, in ganz anderen Übersetzungen. Das kann man eigentlich hier nicht vergleichen mit irgendwas schnell irgendwo hochzuziehen. Ich denke, das wäre ein schlechter Vergleich, wenn ich das jetzt so ausspreche. Denn dafür sind sie ja gemacht, für langsames, kraftvolles Arbeiten. Und nicht um irgendwo welche Rennen zu fahren. So. Ich frage mich gerade, wozu haben wir zwei Meilenanzeigen da in einer Säule rechts? Erst in 19.000 Liter nur noch. Die passen da rein. Und dann haben wir noch ein bisschen Hafer. Hafer. 12.000. Ja, den Rest lassen wir dann einfach drin, das ist egal. Diese paar hundert Liter. Hafer ist das hier. Geht tatsächlich auch zum Hafenspeicher. Machen wir auch so. Bringen wir beides jetzt schön dahin. Und dann haben wir nochmal gutes Geld gemacht. Die beiden Anhänger waren keine 20.000, ne? Das lohnt sich wiederum kaum, sowas wegzubringen. Da muss man halt einfach die Masse dann hinterher haben. Und ich denke mal, aber man erntet ja auch die Masse. Ich würde mal, was weiß ich jetzt, tippen, gefühlt. Ob es wirklich genauso ist, weiß ich nicht, aber wenn wir jetzt Feld 2 mal als Beispiel nehmen, Feld 2 ernten mit Sojabohnen, haben wir, weiß ich nicht, was hatten wir, 20.000 Liter. Und ich denke mal, dass man, was weiß ich, von Hafer oder Gerste vielleicht um die 30.000 Liter erntet. Was allerdings den Preis noch lange nicht ausgleicht. So denke ich mal. Ich habe jetzt gerade nicht doch 900 oder so für den Hafer. Das ist die Hälfte von dem, was wir für Soja bekommen. So, Schranke, geh bitte auf. Geh bitte auf. Doch noch anhalten. Da war ich zu schnell. Ich wollte den Halt eigentlich vermeiden.
Das unten, da die rechte Meilenanzeige, da ist irgendwas mit dem Schalthebel und also das ist wahrscheinlich Getriebe. Und da oben ist Steuergerät, Geschwindigkeit, ich weiß es nicht. Ist mir ein Rätsel, warum, wieso, weshalb, warum. Oder das. Die Tempomatgeschwindigkeit ist das auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir mal gucken tun. Also wenn das einer weiß, wenn wir hier Johnny-Fans haben, darf mich mal gerne darüber aufklären, warum diese 2 km/h oder in dem Fall jetzt Meilen anzeigen. So sind ja Meilen und km/h, sogar, es steht ja sogar beides. Warum das doppelt da drin ist? Was ist der Unterschied zwischen den beiden? So, und nochmal Kohle. Sollte auf jeden Fall für eine richtige Ladung, also das Schafe sollten wir voll kriegen. Bei 40 Schafen 50.000, 60.000 glaube ich waren es ungefähr, was wir brauchen für 40 Schafe. Genau, ja doch, 60.000 müssten das genau sein sogar. Dann hätten wir noch 100.000 über. So, jetzt gucken wir mal. Wir sind im Moment circa 12 Minuten unterwegs, so jetzt in etwa, und haben 2 Ladungen hierher gefahren. Letzte Folge haben wir nur eine Ladung weggefahren. Okay, wir haben auch noch gedüngt vorweg. Wir hätten jetzt aber noch auch noch diese fast 4, 5 Minuten Zeit zum Düngen. Also war, hat das schon gut lange gedauert, mit dem Fendt da mal eben hochzueiern. Da ist mir doch hier die Fahrt zum Hafen bislang am liebsten. Wir müssen jetzt mal, gucken. Jetzt noch 4-mal losfahren, Schafe holen. Ist für euch ja wieder sowas von mega uninteressant. Ich denke, dass ich das offscreen mache. Weil das wollt ihr wahrscheinlich nicht sehen. Ich wüsste auch nicht, was ich euch jetzt. Ob, vor allem schaffen wir es in einer Folge auch nicht 4-mal dahin zu fahren. Das wäre dann wieder eine komplette Zeitrafferfolge, in der ihr nur Musik hört, nichts seht. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Schaffen wir das? Schaffen wir. Noch sind die Schranken offen. Gerade so. Uiuiuiuiui. Naja, gerade. Also, den Zug haben wir auf jeden Fall geschafft, aber mit den Schranken war es schon knapp. Das wäre richtig blöd. Ich weiß auch nicht, was passieren würde, wenn sich der hintere Anhänger jetzt in der Schranke verfangen hätte. Und wir da nicht mehr rausgekommen wären. Was hätte der Zug mit uns gemacht? Das ist eine Reihe, die man eigentlich immer machen könnte. Was wäre, wenn? Was passiert, wenn man das und das macht? So ein bisschen rumalbern. Das würde mich schon mal interessieren. Was macht der Zug mit uns, wenn der uns da voll wegbogt? Hält der an? Bogt er uns weg? Reißt er den Anhänger ab? Oder hängen wir dann einfach tatsächlich davor und ja, werden mitgerissen? Wobei auch das schwer wird, weil dann kommt die andere Schranke, wo wir uns auch nochmal verfangen. Dürfte, glaube ich, schwer werden. So, da sind wir daheim. Jetzt gucke ich trotzdem nochmal kurz ins Lager, was wir noch haben. 000, 500 Liter, 000, 000, 000. Ein Arsch voll Gras haben wir auf jeden Fall noch. Also Gras brauchen wir so schnell erstmal nicht. Das können wir theoretisch, wenn wir irgendwann sogar Kühe hätten, auslagern und in unser Silo kippen. Ach, was will ich hier? Will ich doch gar nicht hin. Hier müssen wir hin. Oder möchte ich gerne hin zum Parken. So.
immerhin Johnny auch noch auf Seite. Felder sind noch nicht fertig. Der Viehanhänger müsste, der steht, glaube ich, bei den Schafen, ne? Müsste ja eigentlich. So. Ja, Mensch, dann beenden wir die Folge hier mal an der Stelle. Die Schafe werde ich jetzt offscreen holen. Dann müsst ihr euch das nicht mit antun. Wir gucken, was wir danach zu tun haben. Wahrscheinlich sind die Felder dann fertig, hoffe ich wenigstens. Dann bedanke ich mich erstmal wieder ganz herzlich, dass ihr dabei gewesen seid. Wie gesagt, wenn ihr eine Motorradmod kennt, schreibt mir den mal gerne rein. Und das mit der KMH-Anzahl hier im Johnny würde mich mal interessieren. Wenn wir da jemanden haben, der sich damit auskennt, gerne in die Kommentare. Dann habt einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Reingehauen.